Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch das Video hier auf dem Kanal gefallen, lasst gerne ein Abo da, außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei, Link dazu ist in der Videobeschreibung und schreibt mir auch gerne weitere Videovorschläge in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall extrem interessieren und ich würde sagen, schauen wir uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir wieder die ganzen Osterskins im Shop und zusätzlich haben wir natürlich noch einen normalen Shop, wo wir heute den Leviathan-Skin mal wieder drin haben. War auch, glaube ich, schon relativ lange nicht mehr im Shop. Dazu gibt es dann die globale Hacke, dann die Kalmarkeule als Spitzhacke und den Planetensonde Gleiter. Als nächstes haben wir dann hier den Unendlichkeits-Skin mit der Sternschlag-Spitzhacke und der ewiger Nullpunkt-Lackierung. Dann haben wir den Moxie-Skin, einmal in der Standard- und dann in der Dunkelversion. Dazu gibt es dann die schlagfertige Axt und die Abkühlung-Lackierung. Dann haben wir den Chrom-Skin, dann die Taktik-Offizierin. Ich glaube, der Chrom-Skin war auch schon sehr, sehr lange nicht mehr im Shop. Dann haben wir voll ablachen. Als nächstes haben wir dann schöne Sternchen. Ich weiß gar nicht, ob der neu ist oder ob der irgendwann letzte Woche oder so reinkam, ist aber auf jeden Fall relativ neu. Dann haben wir als nächstes den Tanztherapie-Mode. Und dann noch den Zusammenreißer-Mode. Dann haben wir natürlich noch die ganzen Osterangebote, alles was gestern auch schon drin war. Einmal die Schnatterente mit den vier Stilen, also einmal Standard, Blau, Grün und Rot. Für 800 V-Bucks auf jeden Fall vollkommen in Ordnung, die vier Stile. Dann gibt es noch den Stellar-Skin. Als nächstes haben wir dann die plüschige Rabauken mit dem Standard- und dem dunklen Stil. Dann der Langohr-Marodeur, auch mit dem Standard- und dem dunklen Stil. Und die Karottenknüppel-Spitzhacke, hier natürlich ohne Stile. Dann haben wir als nächstes noch den Finsterhasen und die Stahlkarotte als Spitzhacke. Dann den Hoppelskin mit der Schokoladeklackierung. Dann haben wir als nächstes den Hopperskin. Hat auch mehrere Stile, einmal mit Maske und einmal mit Eierkopf. Dann haben wir die bunte Brechstange, den Häschen-Hüpfi-Mode als Fortbewegungs-Mode natürlich. Dann den Pastella-Skin, die Spross-Lackierung, die Spross-Spitzhacke meine ich natürlich. Und dann gehüpft wie gesprungen, auch als Fortbewegungs-Emote. Ist immer so ein extrem riesiger Shop, einfach wie viele Items hier drin sind. Das ist einfach richtig, richtig krass. Das war's auf jeden Fall dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.